Ah. Ich bin übrigens ein bisschen Heuschnupfen geplagt. Wenn ich jetzt, wenn es immer so klingt, als wenn ich Rotzhof bin, ich habe tatsächlich eine freie Nase. Sonst würde es ein bisschen anders klingen, wenn ich rede. Aber die kribbelt unter meinem. Das ist wie so, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, ein Rückwärtsjucken. Wenn ich so ein bisschen schniefe. Oh nein. Scheiß auf das Datenfragment, wir nehmen lieber die Kiste hier. Goldkette. Ich bin tatsächlich für alles dankbar, was wir hier eventuell. Ach nee, Rohstoffe bekommen wir ja über die Kisten nicht. Wir bekommen hier lediglich Geldwerte. Okay. Na, dann ist das halt so. Wo müssen wir denn jetzt lang? Geht's denn jetzt hin? Ich hab vorhin gar nicht auf die Kiste. Hallo. Na klar. So, ich habe 14.000. Was kann man denn mit 14.000 Sinnvolles anfangen? Ich weiß es gar nicht. Man könnte... Ja, wir könnten nachher unsere Monturen wieder verbessern. Das könnten wir durchaus machen. Wir haben ja beim letzten Mal das Geld ausgegeben, was ich schwerstens verdient habe über die Companion-App. Oh. Lass mich raten, du wartest da oben. Ach, Kit. Echt mal. So. Natürlich die Frage, wo es hier lang geht. Hallo? Hä? Doch, hier. Nein, nein, hier, komm hoch, hier, komm hoch. Hier ist ein Spalt im Mauerwerk. Das gibt es ja seit Assassin's Creed Teil 3, dass man solche Spalten noch mitgenommen hat. Als Klettermöglichkeit. Ah. Warum ausgerechnet im Regen hier, ey? Ah, wir sind in der Karibik. Und ständig tascht es. So, Sequenz 5. Unbemannt. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelage haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Laurens Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Und das war auf keinen Fall hörbar über die Stimme. Das war auf keinen Fall hörbar über die Stimme. Nein, 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 nein. So. Wo sind die Glocken da hinten? Das Sperrgebiet beginnt ja auch noch nicht. So. Wenn du Prinz vor mir siehst, töte ihn. Dann ist sogar etwas Geld für dich drin. Abgemacht? Verdammt, Mann. Wie kommt, dass du eine Frau bist? Gott, Edward! Muss ich dir das erst noch erklären? Mein Gott, ist er wohl auf? Ist denn kommen? So, hier sind eine ganze Menge Wachen. Ich weiß gar nicht, ob wir die... Ah, ein Scharfschütze! Scheiße. Sollen wir auf die Leute schießen, die hier kommen? Sehr gut. Bin ich da mega entspannt, oder was? Ich glaube, ich mache meine ganzen Berserker-Pfeile gleich kaputt.
Wenn ich hier versuche, die eigentlich nur noch von der Dings wegzuhalten. Da. Ich habe keine Berserkerpfeile mehr. Scheiße. Ja, das ist eine äußerst billige Herangehensweise, das gebe ich gerne zu, aber... Nein! Die helfen den Leuten! Ach shit, was mache ich denn jetzt? Okay, einfach hübsch. Kann mich jetzt vielleicht einmal gehört? Ja, vielleicht? Aber es kommt schön ins hohe Gras rein. Oh Mann, okay. Ich mach das natürlich hier nicht auf die beste Art und Weise, das gebe ich zu. Aber vielleicht auch nicht auf die schlechteste, wenn man sich das so insgesamt anguckt. Zumindest ist der Scharfschütze ist weg. Okay, ich gebe zu, das hätte alles jetzt ganz anders laufen können. Ich gehe nochmal hier rein. Ich habe hier ein paar umgebracht. Ich hoffe, ich bekomme über die Leichen noch ein paar Giftpfeile zurück. Bauchbomben voll, Kugeln voll. Bringt mir alles nichts. Okay. Das wird eine sehr schleichige Aktion jetzt hier werden. Kommt der hier wenigstens runter? Nee, kommt er nicht. Natürlich nicht. Na komm, komm. Ja, das ist jetzt eventuell ein bisschen nervig, aber... Ach komm. Da müssen wir einfach durch. Da müssen wir einfach durch, so wie ich zum Beispiel durch meine Elternzeit. Das ist halt... Es ist anspruchsvoll, aber es gibt Dinge, die müssen halt gemacht werden. Na? Sehr schön. Ja, mehr gut, auf der einen Seite wundert es mich nicht, dass die Soldaten keine Giftpfeile haben. Doch, Berserkerpfeile. Mhm. Gehen wir erstmal darüber. Muss man Adleraugen machen. Ne? Die bewegen sich nicht, der patrouilliert. Ah, der patrouilliert auch relativ alleine, muss ich sagen. Ah. Okay. Doch nicht ganz so alleine. Scheibenkleister. Okay, schauen wir uns mal die Laufwege an. Also die da hinten, die gucken immer nach hinten. Das heißt, ich werde über den Zaun durchklettern müssen, in die Gebüsche rein und dann... Nein! Die patrouillieren ja tatsächlich. Die Henne. Fick die Henne. Ne, ah, da ist natürlich auch noch einer. Was ist das denn hier? Okay. Nein! Ich hatte doch so wenig Berserkerpfeile zur Verfügung. Sehr gut. Okay. Jetzt fehlt übrigens noch der Scharfschütze. Im Scharfschütze müssen wir auch vorsichtig sein. Den sehen wir oben, zumindest unten auf der Karte. Der sollte sich wegdrehen.
So. Kommt er? Ist er? Bleibt er neugierig? So, den Scharfschützen, den erledigen wir jetzt. Während er uns. Den Rücken zuwendet, sehr gut. Also ich sag mal, wenn ich hier fertig bin, ist es egal, ob da Alarmglocken sind oder nicht. Also das ist mal ganz ehrlich. So. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen, mein Freund. So, jetzt haben wir noch 54 Meter dort hinten, auch wieder mit einem eigenen Wachturm natürlich. Es ist doch zum Mäusemelken. So. Hat er verübt es. Hoffe ich, dass man direkt bei der ersten Leiche. Ah, keine Pfeile. Mist. So, und auch hier. Bestimmt wieder volle Hütte. Ja, oben im Turm sehe ich jetzt noch keinen. Fangen wir mit ihm hier an. Ja, es ist langsam und bedächtig. Langsam und bedächtig. Komm schon. Du willst doch wissen, was hier im Busch ist. Ne? Da ist doch was im Busch, denkst du dir. So, sehr schön. Vertraut den Gehwegen noch nicht. Der guckt zwar die ganze Zeit von uns weg, aber ich sag mal, der hat Freunde. Shit! Alarm! Alarm! Whoa. Cooler, I need some help here. No breathing room. Nice. Es war so klar. Ah, fick mich doch wirklich. Mann. Oh, ich ärgere mich gerade ein bisschen. Jetzt muss ich den ja auch noch erledigen. Ja, es war so klar. Nein! Fick dich. Gab's hier eine Selbstheilfunktion? Scheinbar nicht. Ah, okay. Ach, Mann. Ich muss persönlich sagen, ich finde die Option, mich selber heilen zu können, wesentlich interessanter als diese Selbstheilfunktion. Sehr gut. Mann. Ja, jetzt ärgere ich mich doch ein bisschen. Das hätte vielleicht alles gar nicht sein müssen. Ah, verdammte Axt. Schade drum. Schade drum, wir waren so gut dabei. Und dann. Ich meine, galt das jetzt als Glocken geläutet? Aber ich glaube ja. Also das Ding. Falls es hier so eine Nebenaufgabe gab, die ich nicht mitbekommen habe, dass man es vermeiden sollte, dass die Wachen einhören, dann habe ich das, glaube ich, jetzt verkniesknaddelt. Und ja, verkniesknaddelt ist durchaus ein richtiges Wort. Oh, Was packt er denn die Klinge so spät aus, ey? Wirklich. Ach. Da kann ich es auch auf Massenschlachten ankommen lassen, ganz ehrlich. Mann. Ja, Kid, keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist. Mirko. Oh. Halt! Keinen Schritt weiter! Bitte! Ich bin angeschossen! Ich brauche Hilfe!
Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt. Und zwar schlimm. Ich bin hilflos. Nun gut. Und schwach. Dann nimm meinen Arm. Gott segne euch. Hilflos und schwach. Die hat eine Pistole und ein Schwert an der Hüfte hängen. Was genau? Wo ist denn Kit jetzt schon wieder hin? Oi, Marlo! Mr. Prince meint, ihr sollt die Augen offen halten. Er sagt, wir treiben sich an Verunruhigte herum. Ich geb's weiter! Mann! Na super. Dann müssen wir rein. Ich meine, da oben sind die Fenster offen. Ich vermute mal, das wird mein Ziel sein, dass ich da oben über die Fenster reingehe. Ich habe keine Ahnung, wo er die Schwerter hinpackt. Holly! Quatsch, die Klingen. Oh, das ist aber nicht. Attack from all sides now! War aber gerade nicht synchron. Fett! Fick dich! Ja, mach mal. Mach mal einen Clear Shot. Ich warte ja nur drauf. Hast du was gesagt, Bursche? Du hast keine Zeit zu quatschen, hörst du? Ich habe nichts zu sagen, Sir. Ich mache euch keinen. Ups. Du hast es gefährlich auf das Zuckerrohr, verstanden? Sieh noch einmal auf und es wird das Letzte sein, was du von der Welt siehst. Das ist kein Problem, Sir. Ich arbeite so schnell ich kann. Streng dich mal mehr an. Wo muss ich die denn sehen? Denn?